Hallo zusammen und heute schauen wir uns eine Tastatur in Minecraft an. Das ist eine ganz spezielle Tastatur. Sie hat nicht nur eine Optik wie ein Keyboard, sondern funktioniert sehr ähnlich wie ein Keyboard. Das Besondere ist, die Knöpfe sind ein Block auseinander und darunter ist eine Matrix. Die Beschriftung ist einfach gelöst mit Karten. So sehen die aus, einen an den anderen. Ihr könnt sie einschreiben, wie man will. Und das Spezielle daran sind die Knöpfe. Unten drunter ist eine Matrix, einfach ein Gitternetz mit Redstone. Und an jeder Ecke, wichtig, plus halt je nachdem wie groß sie ist, weil die Signalstärke nur 15 ist, ist halt jetzt bei diesem Modell in der Mitte auch eine Entnahmestelle für Signalstärke. Die wird hier rausgeleitet und weitergeführt. Ich zeige euch kurz, wie es funktioniert. Wenn man hier den Knopf drückt, gibt es da ein Signal, hier ein Signal und da ein Signal. Und weil der hier unten liegt, an dieser Stelle, gibt er hier eine 15, da eine 8 und da eine 1. Und das ganze Signal, also die Signalstärke hier, geht hier in einen Entschlüssler rein. Je nachdem, wo gedrückt wird, ich zeige euch kurz. Geht da entsprechende Fackeln an. Hier oben wird sie umgesetzt auf ein 4-Bit starkes binäres Signal von 1 bis 15. Eine 0 liegt ja immer an, also können wir die mal vernachlässigen. Und jede einzelne Entnahmestelle hat so ein binäres Entschlüsselungssignal. Und die drei geben dann ein 12-Bit starkes Signal und diese 12 Bits kann man dann entschlüsseln und feststellen, welcher Knopf gedrückt wird. Ich habe zu Showzwecken mal kurz hier Lampen montiert, um zu zeigen, dass wenn ich den Knopf drücke, gibt es das Muster und wenn ich den nebenan drücke, gibt es ein anderes Muster. Und jeder Knopf gibt sein eigenes Muster ab. Dieses Muster kann man entschlüsseln, zum Beispiel hier mit einem latenzfreien Decoder. Also das heißt, der Entschlüssel, ob es an, aus, an, aus, an, aus ist und alles aus. Und dass es latenzfrei wird, sind diese Verstärker noch hinzugefügt. Das heißt, hier hat es ja zwei Fackeln, dementsprechend Verzögerung. Hier hat es nur eine Fackel. Da brauchen wir noch einen Verstärker, um die Verzögerung hervorzurufen, dass die alle gleichzeitig sind. Der hier habe ich jetzt einfach auf die 1 geeicht. Wenn ich die 1 drücke, leuchtet es so. Wenn ich eine andere Zahl drücke, reagiert er nicht. Jetzt sehen wir haben jetzt auf unserem Keyboard 60 Knöpfe. Das bedeutet, wir können hier 60 solche Encoder machen und gut ist. Ich zeige euch kurz, wie man das Ding bastelt. Ist keine große Hexerei. Wir nehmen uns da mal einen Block unserer Wahl. Wir machen jetzt aber ein kleineres Display. Hä? Als erstes bauen wir mal eine Matrix, so groß wie unsere Tastatur sein soll. Also das heißt, jetzt haben wir 4x4, das heißt, wir machen oben 4x4 Knöpfe hin. Dann kommt eine Fläche, wo dann die Knöpfe liegen. Und da könnt ihr einen Knopf nehmen eurer Wahl, spielt keine Rolle. Und setzt die hier hin. Wenn ich jetzt den drücke, hat es hier ein anderes Signal wie da. Und wenn ich den drücke, hat es hier ein anderes Signal wie hier. Jetzt nehmen wir dieses Signal hier nehmen wir raus. Wir gehen dazu idealerweise kurz einen Block tiefer, damit es nicht so arg aufbaut. Und jetzt müssen wir Komparatoren nehmen, um die Signalstärke zu übernehmen und keine Verstärker. So können die das Signal. Jetzt geht es in ein. Wir können jetzt das ein bisschen fortführen, so. Zack, zack, damit wir ein bisschen Platz haben. Sonst wird es ein bisschen eng. Ist ja keine Hexerei. So, gut. Wunderbar. Je nachdem, wie wir Platz haben oder wie man es bauen will, kann das ein wenig anders aussehen. Ich baue es jetzt ein wenig anders. Einmal links und einmal rechts.
Das passt schon. Wir müssen dazu oben und unten rauskommen mit unserem Signal. Einmal hier und einmal da. Und wir gehen jetzt mal einfach 15 Blöcke vor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das 16. brauchen wir nicht, weil die 0 ist für uns hier irrelevant. Ihr wisst ja, eigentlich könnte man auch 16 machen, weil der kann ja 16 verarbeiten, aber wenn wir immer eine 0 senden, ist es auch nicht interessant, weil wir wollen ja nur das abgreifen, wo wir gerade aktuell sind. Dann braucht es eine Reihe. So, zack. Jetzt kommen die Verstärker zum Zug. Wenn wir jetzt eine 0 hätten, wäre es hier... Es wäre einfach anders zu bauen. Schaut das Tutorial, es ist der dezimale Zähler. Da habe ich einen ähnlichen gebaut, einfach mit einer 0 und dann bis 10, also 0 bis 9. Und da verarbeite ich Signalstärke 0. Und da ist es ein klein wenig anders. So. Jetzt kommen hier eine Reihe Fackeln hin. So. Zack, zack, zack. Und hier eine Reihe Fackeln. So, wenn ich jetzt einen Knopf drücke, seht ihr, die gehen jetzt alle aus. Ich drücke mal absichtlich einen weiter. Ihr seht, die gehen aus bis zu den hinteren drei. So, das ist die halbe Mitte. Jetzt kommt die andere Hälfte der Mitte. So. So. Wir können ja kurz mal schauen, wie es ausschaut. Wir haben hier ja Verstärker und die setzen wir jetzt rein mit der Verzögerung 1. Also mit der Verzögerung 2. Wir setzen hier die Verstärker rein. So, und hier. Und natürlich hier Redstone. Und ihr seht, der Redstone ist um 1 länger als der andere und das ist der Trick am Ganzen. Jetzt wenn ich hier drücke, ihr seht schon, auch von Weitem, die hinteren drei sind hier aus und hier sind 5, also hinter drei sind hier aus, der Rest ist aus und die hinteren 5 sind aus und der Rest ist an. Genau der Effekt brauchen wir, damit wir da einen Punkt haben, wo beide aus sind. Das heißt, wir nehmen jetzt die hier und setzen ein, jetzt ist eigentlich ein klassisches Endgate. Und wir drücken und nur eine geht aus. Und jetzt seht ihr, oh, alle blinken einmal kurz. Bedeutet, die 1 verzögern und wunderbar. Zack, zack. Und hier natürlich auch. So. Zack. Und dasselbe auf der Seite. Ihr wisst, mit so einem kleinen Display, also mit so einem Keyboard, könnte man auch wesentlich weniger machen, weil wir hier nur eine begrenzte Anzahl an Signalstärken haben. Also das heißt von 15 bis 14, 13, 12, 11, 10, 9. 15 bis 9. Das heißt, wir könnten uns eigentlich die Hälfte sparen. Aber jetzt für die Vollständigkeit halber machen wir einfach gerade das volle Volumen, damit ihr es auch beim Nachbauen und sagt, ey, yo, ich baue ein größeres Keyboard mit mehr Knöpfen als nur 16, sondern mit 200 Knöpfen, ist möglich. Dann könnt ihr das auch gerne so übernehmen. So. Um jetzt das Ganze binär, also jetzt können wir mal kurz simulieren. Wir drücken einen Knopf. Wir sehen, die und die leuchtet. Wenn wir den drücken, dann leuchtet die und die. Und wenn wir den drücken, leuchtet die und die. Jeder Knopf hat eine andere Kombination. Damit wir jetzt nicht 15 Leitungen mit 15 Leitungen vergleichen müssen, fassen wir natürlich die jetzt kurz zusammen, damit wir es binär lösen können. Ist meistens einfach. So. Wir gehen dazu eine Etage höher. Mit beiden. So. Wir setzen hier einen Block drauf. Das ist der, der uns das abnimmt dann, das Signal. So.
Und jetzt verteilen wir die Geschichte. Das heißt, wir brauchen hier 4. So, das wäre der zweite. Dann brauchen wir hier. Das wäre dann der dritte und das der vierte. So brauchen wir es. So und so. Und so und so. Und dasselbe auf der Seite. 1, 2. Wir schaffen es leider nicht, hier hinzukommen, weil wir sonst Kollision haben. Also wir können uns jetzt einfach den Platz machen. Könnte da schon noch das ein oder andere Optimale rausholen. Das könnt ihr dann machen. Es geht ums Prinzip hier, damit man weiß, wie man das Ding baut und umsetzt. So. Wunderbar. So. Hier und hier. So. Und jetzt brauchen ja, hier sitzen ja dann unsere dekodierten Fackeln drauf. Also brauchen wir hier überall Power, damit wir da auch die Fackeln dann richtig ansteuern können. So, einmal hier, einmal hier. Und hier gerade auch. Ich weiß, man könnte auch jetzt wieder die Hälfte weglassen, weil wir ja hier hinten nicht zwingend überall Fackeln haben. Aber zur Vollständigkeit machen wir es einfach. Wenn ihr dann im Survival das nachbaut, könnt ihr ressourcenschonenderweise könnt ihr natürlich euch Gedanken darüber machen, wie man es am gescheitesten anpackt und dann könnt ihr es so lösen. So, gut. Jetzt kommt es zu eigentlich dekodieren. Wenn wir Stärke 15 haben, dann sind wir ganz hinten. Wenn wir Stärke 1 haben, sind wir ganz vorne. Also kodieren wir es auch gerade so, damit wir auch binär 15 und 1 so haben. Also bedeutet, in der ersten Linie wäre eine 1 hier und hier. Immer auch binär. Das höchste Bit ist links, das kleinste ist rechts. Wie man auch eine normale Zahl schreibt, zum Beispiel 100. Die 1 der 100 ist ganz links, weil es 100 ist und ganz rechts ist ja dann 0. So, es wäre eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5, eine 6, eine 7, eine 8, eine 9, eine 10, eine 11, eine 12, eine 13, eine 14 und eine 15. So. Man kann auch das anders machen. Das heißt, hier ist das einer Bit, das heißt jeder zweite. So. Hier ist das zweier Bit, also das sind immer 2 und 2 nicht. Das heißt, hier wären 2, 2 nicht, hier wären 2, 2 nicht, hier wären 2, 2 nicht, hier wären 2. Das wäre das 4er-Bit, das heißt, hier wären dann 4. Das heißt, das 0. wäre dann hier, dann heißt 4 nicht und dann 4 schon. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und hier wären es dann das 4er-Bit, das heißt 8 Stück. Das heißt 0, 0, 0 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn ihr so baut, geht es natürlich rassiger und ihr könnt es vergleichen, ist genau dasselbe. So, wunderbar. Dann nehmen wir ein paar Blöcke und sammeln die Leitungen. Ich könnte es auch so machen, habe ich ein weniger zum Wegschlagen. So. Machen wir so. Hier wäre es. Hier. Hier und hier. Und jetzt kommt hier Redstone drauf. Und kleiner Pro-Tipp. Ihr könnt es mit dem Field-Command machen. Redstone hier. Slash Field. Und hier ein Redstone drauf. Die zweite Koordinate. Und dann Redstone Wire. Enter.
und dann ist es gut. Und wenn ihr zum Beispiel etwas dazwischen drin habt, wo ihr nicht überschreiben wollt, dann benutzt den Anhängsel replace R. Dann kann nichts geschehen. Und damit nicht alles wegploppt, einfach den bei den Game Rules das dementsprechend einstellen. So, wenn wir jetzt drauf drücken, seht ihr, es gibt ein spezielles Muster. Jetzt ist es aber noch Latenz behaftet. Das heißt, hier hat es ja null Verzögerung für die. Und hier hat es eine Verzögerung. Hier hat es eine Verzögerung und hier hat es sogar zwei Verzögerungen. Das heißt, um das auszugleichen, empfehle ich, mach es gerade auf die Seite. Macht es vielleicht besser auf die andere Seite, dann habt ihr mehr Platz. Zuerst mal, alle müssen eh verstärkt werden. Weil sonst haben wir zu wenig Power bis hier, wenn das hinterste läuft. Und das heißt, jetzt, die haben ja eine Verzögerung, der hat ja schon zwei Verzögerungen. Das heißt, dem müssen wir, wo ihr keine hat, müssen wir zwei geben und denen je eine und dann sind alle gleich schnell. Zack, zack, zack. Und dasselbe hier, aber hier ist ja spiegelverkehrt, aufpassen. Hier kommen zwei, hier eine und hier. Zack. Und jetzt können wir mit einer Lampe das ganze Ding visualisieren, damit ihr es erkennt. So. Und wenn ich jetzt den Knopf drücke, seht ihr, sie gehen gleichzeitig an und aus. Solange wie der Knopf halt läuft. Man kann auch einen Hebel hinbasteln. So. Dann seht ihr, das Muster hat der Knopf. Und der Knopf hat ein anderes Muster. Jeder Knopf hat sein Muster. Ihr könnt das Muster nehmen, entschlüsseln und dann zuordnen und sagen, der und der Knopf ist für das und das. Es gibt keine andere Möglichkeit in Minecraft, eine Tastatur zu bauen, wo die Knöpfe so eng aufeinander liegen. Jetzt ist so, diese Tastatur erkennt nicht, wenn zwei Knöpfe gleichzeitig gedrückt sind. Wenn ich den und den drücke, gibt es ein Muster, was er nicht zuordnen kann. Das ist einfach so, diese Tastatur kann man nur einen Knopf gleichzeitig drücken. Der und dann der. So. Gut, das war's. Ich hoffe, euch nützt das Ding was. Ich denke schon, weil prima will man ja ein kompaktes Eingabefeld haben, damit man einen Platz in seiner Base spart. Was dann für eine Technik unten drunter ist im Hintergrund, wie groß die ist, ist dann ja eigentlich Wurst. Hauptsache, man muss nicht irgendwie fünf Blöcke weit gehen, um vom einen Knopf zum anderen kommen, sondern die Knöpfe sind nah beieinander. So kann man auch ganz fix auch zum Beispiel ein Nummerpad machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus, minus mal geteilt. Ein Gleichheitszeichen und ein Clear. Und so könnte man ganz fix ein recht kompakter Taschenrechner basteln mit einer wunderbaren Technik im Hintergrund. Schöner geht's nicht. So, ich hoffe, euch nützt das Ding was. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Video. Ich hoffe, ich habe es euch gut erklärt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.